Hallo und willkommen zu diesem Capstone-Video. Wir sollen bei dieser Gleichung die Kästchen so befüllen, damit die Gleichung am Schluss stimmt. Dazu müssen wir zuerst diese Klammern hier auf der linken Seite der Gleichung loswerden. Dabei ist aber unbedingt zu beachten, dass diese Rechenzeichen vor den Klammern jeweils für den gesamten Ausdruck darin gelten. Ein Plus vor einer Klammer ändert dabei nichts an den Rechenzeichen in einer Klammer. Das Minus vor einer Klammer dreht allerdings jedes Vorzeichen um. Schreiben wir also die linke Seite der Gleichung noch einmal an. 7 mal x minus 3 und dieses Minus macht aus diesem Minus dann ein Plus, 2 mal y, plus minus 6 mal x, ergibt minus 6 mal x, plus minus 8 mal y, ergibt minus 8 mal y. Vor der letzten Klammer haben wir ebenfalls wieder ein Minus, das diese Rechenzeichen umdreht, also minus minus 3 mal x ergibt plus 3 mal x, minus plus 9 mal y ergibt minus 9 mal y. So, nun haben wir keine Klammern mehr in unserem Ausdruck und wir können alle Terme entsprechend addieren, alle Terme, die ein x haben, alle Terme, die ein y haben. Beginnen wir mit den Termen mit x. So haben wir 7 mal x minus 6 mal x plus 3 mal x. 7x minus 6x ergibt 1x plus 3x ergibt 4x. Alle Terme mit y zusammengerechnet. Wir haben plus 2 mal y, minus 8 mal y und minus 9 mal y. Plus 2 minus 8 ergibt minus 6. Minus 6 minus 9 ergibt minus 15. Also minus 15 mal y. Als letzten Term haben wir hier noch ein minus 3. Ansonsten kommen keine Zahlen mehr vor. Also minus 3. Somit stimmt die linke Seite der Gleichung mit der rechten Seite der Gleichung tatsächlich überein und wir haben die Aufgabe richtig gelöst.